Langsam wird es ernst für Chelseas neuen Coach Antonio Conte. Beim International Champions Cup traf der Italiener an der Seitenlinie auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Rund 4 Wochen vor Start der Premier League testeten die beiden Mannschaften in Pasadena, Kalifornien. 10. Spielminute. Cesc Fabregas tritt einen Eckball und Innenverteidiger Gary Cahill steigt am höchsten. Der englische EM-Fahrer traf zum 1:0 für Chelsea. Auf der anderen Seite waren die Reds per Freistoß am gefährlichsten. Doch Asmir Begovic bleibt gegen Coutinho der Sieger. Der hätte wohl gepasst. Damit war das Sportliche erzählt. In Halbzeit 2 rotierten Klopp und Conte ordentlich. Es gab jedoch noch ein Negativ-Highlight. Cesc Fabregas mit einem bösen Foul am Ex-Augsburger Ragnar Klavan. Erst in der Zeitlupe lässt sich erkennen, wie rüde der Spanier hier gegen den Neuzugang wirklich zu Werke ging. Völlig zu Recht gab es daher die rote Karte. Klavan konnte jedoch Gott sei Dank weiterspielen. Am Spielstand endete der Platzverweis jedoch nichts mehr. Auch im Duell der Trainerfüchse hieß es am Ende Antonio Conte 1, Jürgen Klopp 0. So kann es für Chelseas Neuen weitergehen.